Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, du wunderbare Seele. Ja, in diesem Video möchten wir das Buch Konstanzes Kind besprechen, welches kürzlich von William und Lisa Towell auch in deutscher Sprache veröffentlicht wurde. Die englische Originalausgabe ist schon etwas länger verfügbar und in diesem Video besprechen wir zum einen das Buch, also zum einen inhaltlich, zum anderen aber auch ein wenig analytisch. Also wir versuchen ein wenig in die Tiefe zu gehen, das Buch auch in seiner Vielschichtigkeit zu betrachten, denn William Towell kündigte das Buch als eine Geschichte mit vielen Ebenen an. Ja, also es gibt mehrere Betrachtungsweisen, mehrere Ebenen, mehrere Bewusstseinsebenen, auf denen man dieses Buch interpretieren kann, wenn man so will. Ja, außerdem wurde das Buch beworben als notwendig für die Befreiung Deutschlands. Und auch diese Fragestellung, warum das Buch denn jetzt notwendig für die Befreiung Deutschlands sein soll, auch diese Fragestellung behalten wir im Hinterkopf. Ja, fangen wir doch mal mit der ersten Ebene an. Ja, was passiert überhaupt in dem Buch? Ja, also es ist letztendlich ein Roman. Und die Hauptperson dieses Romans ist Constanze Manziali, die Diätköchin Hitlers, eine historische Person. Ja, also man kann über Constanze Manziali auch nachrecherchieren. Also es ist eine historische Person. Und das Buch handelt von ihrer Zeit. Von ihrer Zeit in dem Dienst unter Adolf Hitler. Also es beginnt damit, dass Constanze Manziali, die eigentlich ursprünglich gerne Lehrerin werden wollte, für Adolf Hitler und den Führungsstab des Nazi-Regimes als Diätköchin gearbeitet hat. Ihre Speisen wurden dann von Adolf Hitler, den sie in dem Buch, also das Buch ist aus ihrer Perspektive geschrieben und sie bezeichnet Adolf Hitler immer als den Chef. Ja, also wenn sie von Adolf Hitler spricht in dem Buch, nennt sie ihn immer den Chef. Und Adolf Hitler ist so angetan von ihren Speisen, insbesondere von ihren Süßspeisen, dass er sie als seine persönliche Diätköchin anstellt. Und da braucht sie erst eine ganze Weile, um sich in dieser Rolle zurechtzufinden. Also ihr bereitet diese große Aufgabe zunächst etwas Unbehagen, was sie auch ihrer Familie schreibt. Ja, also sie schreibt in dem Buch auch hin und wieder Briefe an ihre Schwester. Wen das genauer interessiert, also diese Originalbriefe, die Constanze Manziali an ihre Schwester geschrieben hat, die gibt es auch noch. Und zwar gibt es da auch noch ein weiteres Buch, was ich empfehlen kann, falls man tiefer in diese Thematik eintauchen möchte. Also ein Buch, was sich ausschließlich mit Constanze Manziali beschäftigt. Und in diesem Buch sind auch alle Originalbriefe, die noch auffindbar waren, auch abgebildet und auch nochmal analysiert und besprochen. Also der Autor Stefan Dietrich war nach meiner Information auch sogar einer der Quellen, die William Towell zum Schreiben dieses Buches hinzugezogen hat. Ja, jedenfalls stand in der Geschichte Constanze Manziali nun Adolf Hitler als persönliche Diätköchin zur Verfügung und dementsprechend
musste sie sich auch mit Adolf Hitler auf all seine Reisen begeben, auf seine Reisen, ja, auf den Obersalzberg, an die Wolfsschanze. Sie war natürlich immer viel unterwegs. Also Adolf Hitler war sehr oft auch immer an vorderster Front des Kampfgeschehens mit dabei. Und ja, Constanze Manziali hatte nun somit keine andere Wahl, als ihm, ja, zu folgen und für ihn zu arbeiten. Ja, der Höhepunkt des Buches ist dann sozusagen der Angriff der Russen auf Berlin, während Adolf Hitler und Constanze Manziali, also und ja, der NS-Führungsstab im Führerbunker einquartiert sind. Und ja, irgendwann wird es dann auch klar, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Und ja, selbst die hartgesottesten, treuesten Gläubigen, die treuesten Anhänger von Adolf Hitler, die ja überhaupt gar keinen Zweifel an seiner Mission hatten, sage ich jetzt mal. Also selbst die begreifen dann irgendwann, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Und ja, selbst Adolf Hitler beginnt es dann letztendlich zu begreifen. Und ja, zu dem Zeitpunkt, als Adolf Hitler realisiert, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist und dass die Lage eigentlich verloren ist, ja, hat er in dem Buch einen Moment, ja, einen Moment der Verzweiflung, einen Moment der Niedergeschlagenheit. Und Constanze Manziali erkennt auch in seinem Blick, dass er sehr bedrückt ist, dass es ihm nicht gut geht. Ja, und Adolf Hitler verlässt sie dann, nachdem sie das gesehen hat. Und sie, ja, folgt ihm dann aber in sein Gemach. Und dort sitzt Adolf Hitler im Dunkeln. Und Constanze Manziali tritt langsam an ihn heran. Und ja, dann beginnt ein Moment, also manche könnten sagen, ein Kurzschlussmoment, und die beiden schlafen miteinander. Also sie haben eine einmalige Affäre. Ja, ja, schließlich ist der Krieg im Prinzip verloren. Die ersten beginnen, aus dem Führerbunker zu fliehen und versuchen, sich durchzuschlagen. Adolf Hitler verlässt mit Eva Braun, ja, die Gefilde der anderen, zieht sich zurück. Man hört die Schüsse. Ob Adolf Hitler sich dann tatsächlich umgebracht hat, das ist auch in dem Buch offen gelassen. Und ja, jedenfalls, ja, Hitler stirbt anscheinend in dem Buch. Und ein neues Leben beginnt. Ein Leben im Leib von Constanze Manziali, die realisiert, dass sie ein Kind von Adolf Hitler trägt. Und mit den anderen Angehörigen des NS-Führungsstabes schlägt sich auch Constanze Manziali durch Berlin. Ja, sie schaffen es, einen Weg durch die Reihen der Roten Armee zu finden und letztendlich zu fliehen. Constanze Manziali schlägt sich bis nach Österreich durch, und an dieser Stelle unterscheidet sich auch die Erzählung des Buches Constanzes Kind von der offiziellen historischen Darstellung bzw. der offiziellen historischen Vermutung, was mit Constanze Manziali geschehen ist. Ja, laut den offiziellen Quellen verliert sich die Spur von Constanze Manziali auf der Flucht aus dem Führerbunker. Also sie wurde dort in diesem Umfeld das letzte Mal gesehen. Also es gibt auch Quellen, die sie dann auch noch Richtung Österreich das letzte Mal gesehen haben sollen. Es gibt auch Quellen, die sagen, dass sie wohl von russischen Soldaten gefangen genommen wurde. Aber in diesem Buch, also es ist unklar, wie es in echt passiert ist. Also es gibt da keine handfesten Belege oder Beweise, was genau passiert ist. Aber auf jeden Fall in dem Buch Constanzes Kind schafft Constanze Manziali
sich nach Österreich durchzuschlagen. Und dort wird sie vom amerikanischen Geheimdienst in Obhut genommen, sage ich mal, und nach Amerika überführt. Ja, also Constanze Manziali, immer noch schwanger, wird nach Amerika geflogen. Und dort wird sie von der Familie Towle in Empfang genommen, wo sie dann in den nächsten Monaten verbleibt. Ja, genauer gesagt, es ist nicht unbedingt die gesamte Familie Towle. Es ist ein gewisser John Towle, also augenscheinlich der verfemte Urgroßonkel von William Towle. Ja, und außerdem spielt auch Katie Towle eine große Rolle. Die, ja, ich sag jetzt mal, als Großmutter William Towles gilt, wenn William Towle denn tatsächlich ihrem Blute entstammt, ihrer Blutlinie entstammt. Ja, und Constanze Manziali wird von John und Katie Towle sehr gut umsorgt. Die Towles kümmern sich darum, dass sie ein wenig Anschluss in der Dorfgemeinschaft in Illinois findet. Und ja, schließlich ist der große Moment gekommen, der Moment der Geburt. Und Constanze Manziali ist einerseits glücklich, dass das Kind auf die Welt kommt, andererseits plagen sie sehr große Zweifel, denn sie trägt nun mal das Kind von Adolf Hitler in sich, beziehungsweise sie gebührt das Kind von Adolf Hitler. Und sie ist sich bewusst, dass auch andere Mächte ein sehr großes Interesse haben, das Kind in die Finger zu bekommen. Dazu gehört Stalin. Ja, also in einem kurzen Exkurs in dem Buch wird auch die Sicht von Josef Stalin beschrieben, der vermutet, dass ein Nachkomme von Hitler noch möglicherweise irgendwo in der Welt sein könnte, und dementsprechend setzt auch er seine Leute darauf an, sie zu finden. Dann gibt es auch noch den ehemaligen deutschen NS-Geheimdienst, der das Kind in die Finger bekommen möchte. Also letztendlich ist Constanze Manziali überhaupt gar nicht glücklich, beziehungsweise sie fühlt sich überhaupt nicht sicher und möchte ihr Kind natürlich aber um jeden Preis schützen. Und schließlich bekommt Katie Towle, die sich ja während Constanzes Aufenthalt in Amerika sehr gut um Constanze kümmert, letztendlich schlägt Katie Towle vor, die auch als Hebamme arbeitet, dass sie die Kinder vertauscht. Ja, also sie gibt Constanze Manziali ein anderes Kind und gibt das Kind, welches Constanze Manziali geboren hat, also der Sohn von Adolf Hitler, es ist dann ein Sohn, wie sich herausstellt, sie gibt diesen Sohn in Obhut einer anderen Familie. Welche Familie das ist, das wird in dem Buch nicht ganz klar gesagt. Ja, also es wird offen gehalten. Ja, letztendlich kommt es zu einer Situation, also in der, also es ist sehr vage beschrieben, aber Constanze Manziali flüchtet mit dem Kind unter dem Arm. Man weiß nicht genau, ob es jetzt ihr eigenes Kind ist oder das ausgetauschte Kind. Sie flüchtet mit dem Kind über eine Brücke und letztendlich scheint sie dann von der Brücke zu springen, beziehungsweise wird sie auch eventuell ins Wasser geschmissen. Auch das ist nur sehr, sehr schemenhaft beleuchtet. Man weiß nicht genau, ob Constanze Manziali den Sturz überlebt oder ob es sie überhaupt ist. Jedenfalls scheint sie zumindest in das Wasser zu springen oder geschmissen worden zu sein. Und sie scheint ja möglicherweise tot zu sein.
Doch in den letzten Zeilen des Buches wird eine So, da ist jemand gerade vorbeigefahren. Ja, jedenfalls in den letzten Zeilen des Buches schlägt ein Kind seine blauen Augen auf und bekommt gesagt, du bist jetzt in Sicherheit. So endet das Buch. So, und jetzt ist eine sehr weit verbreitete Schlussfolgerung oder im Prinzip eine Schlussfolgerung, in die der Leser eigentlich ja nahezu gedrängt wird, dass es sich bei dem Kind, welches Constanze Manziali auf die Welt bringt, um niemand anderes handeln könnte als William Towle. Ja, also in dem Buch sind auch weitere Anhaltspunkte vermerkt, die das bestätigen könnten. Und ich lese jetzt mal ein paar davon vor. Ich habe sie mir ausgedruckt auf Deutsch, denn ich habe das Buch auf Englisch. Und diese Auszüge, die ich jetzt vorlesen werde, die beschreiben die Charakterisierung Adolf Hitlers. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir da die ein oder andere Parallele finden. Genau in diesem Augenblick wurde es für mich offenkundig. Er war nie von dieser Welt. Also, es geht um Adolf Hitler. Die Churchills und Roosevelts stammen aus großen, wohlhabendem und privilegiertem Hause. Der Aufstieg all derer an Machthaber ist leicht zu erklären. Der Aufstieg all der anderen Machthaber ist leicht zu erklären, nicht aber der dieses Mannes. Wir alle wissen, von einem sicheren Gefühl geleitet, dass hier etwas Überweltliches am Werk ist. Etwas, für das es keine plausible Erklärung gibt. Er kam aus einer anderen Zeit, von einem anderen Ort. Sein verkörperter Geist entsprang den Nebeln, die die Welt zu Zeitpunkt ihrer Schöpfung umgaben. Ja, also er entstammt den Nebeln. Adolf Hitler entstammt den Nebeln. Eine Charakterisierung, die William Towle auch immer öfters für sich selbst verwendet. Ich lese zu diesen Nebeln auch nochmal eine andere Textstelle vor. Gewiss nicht in religiöser Hinsicht, sondern als etwas den tiefen Gewässern, dunklen Wäldern und mystischen Nebeln entstammendes. Etwas, das eins war mit den Ursprüngen der deutschen Seele. Ja, also auch hier wieder dieses Nebel-Narrativ. Kommen wir mal zu einer anderen Textpassage. Es geht wieder um Adolf Hitler. Er hatte kein eigenes Leben, keine Ehefrau, keine Familie, kein Einkommen, keinen Urlaub und keine Freizeitbeschäftigungen. Kein Leben außerhalb dieser Rolle. Er hat nur die Deutschen geliebt. Sollte denn nicht ein Führer zuerst sein Volk lieben? Er schimpfte in wütender Empörung darüber, dass all unsere anderen Anführer bisher derart schwach gewesen waren und Angst hatten, sie könnten Außenstehende in Zorn versetzen. Sie knickten immer wieder ein und ließen zu, dass wir wieder und wieder angegriffen wurden. Endlich hatten wir einen Fürsprecher. Endlich hatten wir einen Fürsprecher. Der Fürsprecher der Deutschen. Wie William Towle auch sich selbst im Titel seiner eigenen Webseite nennt. Ja, also wir haben anhand der Charakterisierung schon mal einige Parallelen, also Parallelen zwischen der Charakterisierung von Adolf Hitler und der Selbstbezeichnung von William Towle. Ja, wie er sich in Vorträgen, aber auch auf seiner eigenen Webseite selbst bezeichnet. Und
Ja, anhand dieser Sachen, also ich meine, es geht um ein Kind, also ein Kind von Adolf Hitler, was dann in die Familie der Towles kommt, ja, also es ist schon sehr offensichtlich, auf was hier angespielt werden soll, ja, also es soll dem Leser suggeriert werden, dass es sich bei William Towle um den Sohn von Adolf Hitler handeln könnte. Ja, also es gibt auch andere Interpretationsansätze. Es muss auch dazu gesagt werden, dass zu Beginn des Buches geschrieben steht, dass es sich um einen fiktiven Roman handelt. Ja, also auch das muss man im Hinterkopf behalten. Dennoch soll anhand der Geschichte, die geschrieben wird, und anhand der Charakterisierungen meiner Ansicht nach schon sehr offenkundig suggeriert werden, dass es sich eben bei William Towle um den Sohn Adolf Hitlers handeln könnte. Und das Geburtsdatum von William Towle, also William Towle wurde 1945 in Illinois geboren, also auch das würde zusammenpassen. Und auch wenn man sich nun einige Vorträge oder auch zum Beispiel das Interview, welches ich mit William Towle geführt habe, wenn man sich dies noch mal mit diesem Wissen noch einmal anschaut, dann findet man in diesen vergangenen Vorträgen oder auch in meinem Interview auch Hinweise darauf. Ja, also beispielsweise sagte er in meinem Interview, dass seine ältere Schwester, die dann augenscheinlich wahrscheinlich dann gar nicht seine wirkliche Schwester war, dass seine Schwester immer wieder gesagt haben soll, er ist nicht mein richtiger Bruder. Ich habe nur eine Schwester und sie ist 7 Jahre älter als ich und sie lebt auch noch. Weißt du, seit dem Tag meiner Geburt erzählte sie ihren Freunden, dass ich nicht ihr Bruder bin. Ja. Und sie meinte das in einer liebevollen Art und Weise. Sie sagte, William ist nicht mein Bruder. Er lebt in einer anderen Welt. In diesem Kontext macht dann auch diese Aussage, die er in meinem Interview getroffen hat, nochmal einen ganz anderen Sinn. Genau. Ja, also das ist jetzt sozusagen die Interpretation auf der ersten Ebene, sage ich jetzt mal, auf der physischen Ebene irgendwo, wenn man so will. Ja, also wir können diese unterschiedlichen Ebenen ja mal physisch, emotional und spirituell, wenn man jetzt nach den Worten oder nach den Worten William Towles geht, können wir das ja mal so in dieser Reihenfolge beleuchten. Oder aber auch für die spirituellen Menschen unter euch, die in diesen Modellen denken, in 3D, 4D oder in der geistigen Welt, ja, also in diesen Ebenen. So, wir haben jetzt die erste Ebene behandelt, also wir haben jetzt dargestellt, um was es konkret in diesem Buch geht und was hier dem Leser suggeriert werden soll. Ich will an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass ich jetzt in diesem Video nicht auf alle Aspekte, die man hier interpretieren kann, eingehen werde. Ja, also es gibt da noch Nebenhandlungsstränge. Man kann zum Beispiel im Schluss folgern, dass John Towle, also William Towles Großonkel, möglicherweise auch eine Affäre mit Constanze Manzialis Mutter oder Tante hatte, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, also man kann darüber spekulieren, für was Elspeth hier genau steht, also dieses Pseudonym, ja, also da gibt es noch sehr, sehr viele Aspekte, in die man da eintauchen kann, ja, man kann Bormann, Himmler und so weiter und so fort charakterisieren, man kann darüber debattieren, ob es sich aus dem Buch herauslesen lässt, ob Hitler von einigen Verbrechen, die im Dritten Reich passiert sind, nichts wusste. Also zumindest habe ich das in einigen Diskussionen verfolgt, dass einige davon ausgehen. Aber ja, man kann, wie gesagt, in sehr viele Aspekte noch sehr viel tiefer eintauchen, aber
mir geht es im Großen und Ganzen um die Leitfragen. Ja? Also warum ist das Buch wichtig für die Befreiung Deutschlands und weniger auf diese, mir geht es weniger um diese gegenstandliche Ebene. Also ist jetzt William Towle wirklich der Sohn oder ja, wer ist jetzt Elspeth und mit wem hatte jetzt John Towle da was? Also das sind Dinge, die interessieren mich persönlich sehr wenig. Ja, also mir geht es letztendlich um die Wirkung, um die energetischen Konsequenzen, ja, um die Impulse, die durch dieses Buch in die Welt gesetzt werden. Ja, also darauf lege ich mein Hauptaugenmerk. Ja, machen wir weiter. Also wir haben jetzt erstmal die erste Ebene betrachtet, also die gegenstandliche physische Ebene, 3D-Ebene, wenn man so will. Gehen wir doch jetzt mal auf die nächste Ebene hoch, auf die emotionale Ebene, beziehungsweise die 4D-Ebene, um in diesen spirituellen Modellen zu sprechen. Und hier ist auffällig, dass Adolf Hitler hier sehr, sehr menschlich gezeichnet wird. Ja, also er wird von Constanze Manziali, die ja die Hauptprotagonistin ist, sehr menschlich beschrieben. Ja, als jemand, der keinen Kaffee trinkt, als jemand, der sehr auf die Ernährung achtet, auf jemanden, der, also als jemanden, der es verabscheut, dass so viele in der NS-Führungsriege rauchen. Als jemand, der sein Volk liebt. Ja, also es wird hier ein neues Bild von Adolf Hitler gezeichnet, was, würde ich jetzt mal sagen, bisher so noch nicht dargestellt wurde in allerlei Filmen und Medien, die man über Adolf Hitler bisher so kennt, ja, wo er immer so als ein Monster oder als, ja, wenn man so will, die Verkörperung des Teufels schlechthin dargestellt wird. So, und an dieser Stelle will ich jetzt auch nochmal hier tiefer eingehen und auch nochmal eine Textpassage vorlesen. Und wir behalten jetzt auch mal die ganze Zeit im Hinterkopf, dass William Towle ja für Adolf Hitler sehr, sehr ähnliche Charakterisierungen wählt wie für sich selbst. Ja, also ich spreche jetzt von dem Mann, der aus dem Nebel kam oder dem Fürsprecher der Deutschen. Und ja, schauen wir doch mal, was wir jetzt hier noch so finden an Charakterisierungen von Adolf Hitler. Und dann kann man ja darüber sich Gedanken machen, ob man anhand dieser Charakterisierungen auch Rückschlüsse auf William Towle ziehen kann. Ja, denn wenn er schon die gleichen Charakteristiken verwendet für sich selbst wie für Adolf Hitler, dann finden wir ja möglicherweise in dem Buch auch noch andere Aspekte versteckt, mit denen Adolf Hitler im Buch charakterisiert wurde und die möglicherweise auch auf William Towle zutreffen könnten. Ja, also wie in dem einen, so im anderen. Ja. Der Chef ist in seiner Art normalerweise aufrichtig charmant. Doch wenn ihm jemand in die Quere kommt, ist er ebenso gnadenlos und unbarmherzig. Jeder, der seine gottgegebene Mission in Zweifel zieht, wird Schaden nehmen. Ja, also auch hier haben wir jetzt nochmal eine Parallele, also eine gottgegebene Mission. Also auch William Towle spricht ja von seiner Mission als eine göttliche Mission. Ja, also William Towle bezeichnet sich ja auch unter anderem als ein Prophet oder eine Art Prophet, als der Wächter der Mauern Deutschlands, ja, was eine prophetische Bezeichnung ist, ja, aus Ezechiel zum Beispiel. Ja, also ich habe da auch ein eigenes Video zugemacht, welches ich dir hier oben verlinke, falls ich dran denke. Also es lohnt sich meiner Ansicht nach, das auch mal zu sehen, um so ein bisschen die spirituellen Aspekte oder die spirituellen Begrifflichkeiten, die William Towle wählt, zu verstehen. Ja, dazu gehört der Wächter der Mauern beispielsweise. Und William Towle sieht seine Mission als Gott gegeben und auch
ja, Adolf Hitlers Mission ist hier laut diesem Buch Gott gegeben. Und Adolf Hitler, das ist ja auch historisch belegt, sprach ja auch immer davon, dass er entsprechend einer Vorsehung handeln würde. Ja, also genau, einer göttlichen Mission. Und jetzt haben wir aber hier auch noch eine andere Charakterisierung. Er ist ebenso gnadenlos und unbarmherzig. Jeder, der seine gottgegebene Mission in Zweifel zieht, wird Schaden nehmen. Damit ist Hitler gemeint, aber könnte das auch auf William Towle zutreffen? Könnten Leute Schaden nehmen, die seine Mission in Zweifel ziehen? Die Frage muss man sich ja stellen dürfen, wenn schon solche Ähnlichkeiten von William Towle und Adolf Hitler an anderer Stelle gewählt wurden. Also, das ist zum Beispiel eine Textpassage, die einem sehr zu denken geben kann. Ich lasse es einfach mal so stehen. Nun geht es wieder um den Chef, wie er im Buch immer genannt wird, um Adolf Hitler. Wie jeder begnadeter Schauspieler zeigt er seine vielen Gesichtern, trägt wechselnde Masken und nimmt verschiedene Posen ein. Doch all das ist nur Teil seiner erlernten Rolle. Er schlägt die Hacken zusammen und verbeugt sich theatralisch, um unsere Hände zu küssen. Die übertriebene Langsamkeit in seinen Bewegungen, die deutliche Aussprache, die übersteigerte Mimik. Er kommt nie ohne Kostüm daher, mit seiner Uniform. Dem Hut, den Handschuhen, dem Gruß mit dem steifen Arm und dem Daumen in der Gürtelschlaufe. Er ist Meister der Predigt und in der hohen Kunst des Schauspiels, des Sprechens und der Gestik. Von seinen bösartigen Tiraden bis hin zu seinem sanftmütigen Charme ist alles nur Theater. Eine Rolle, der nur er allein den letzten Schliff gegeben hat und die er täglich spielt. Er steht auf der Bühne und schaut uns allen dabei zu, wie wir auf seine schauspielerische Leistung reagieren. Die Entgegnungen des Publikums sind sein Antrieb. Wenn man das erkennt, wenn man es begreift, dann ergibt alles einen Sinn. Alle um ihn herum reagieren nur auf die Rolle, die er spielt. Sie sind nur allzu leicht hinters Licht zu führen. Da ich das weiß, verstehe ich. Ich begreife es. Also auch hier wieder eine Textpassage, die einem sehr zu denken gibt. Adolf Hitler wird charakterisiert als ein Schauspieler, der nur eine Rolle spielt und der durch seine Rolle andere nach seiner Pfeife tanzen lässt. Und die Funktion der anderen wird damit dahin gelenkt, die Rolle, die Adolf Hitler spielt, zu bestätigen. Und wenn wir jetzt mal dem Gedankengang folgen und nach Parallelen schauen, die William Towle mit Adolf Hitler gemeinsam haben könnten, ja, denn das ist ja, also ich will das nochmal ganz klar an dieser Stelle sagen, ich will hier überhaupt nichts unterstellen an William Towle, ja, also ich folge einem Gedankengang. Mir ist aufgefallen, dass es da halt diese Parallelen in der Beschreibung gibt, also die ganz bewusst gewählt wurden offensichtlich, ja, also warum sollte William Towle ja sich selbst und den Chef in Anführungszeichen beide als den Fürsprecher der Deutschen oder den Mann, der aus den Nebeln kam, warum sollte er für beide diese Beschreibung wählen, wenn er nicht auch eine Botschaft damit vermitteln will, ja, eine tiefergehende Botschaft auf einer tieferen Ebene? Also muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ob die weiteren Charakterisierungen von Adolf Hitler möglicherweise auch auf William Towle zutreffen könnten. Ja, und Adolf Hitler wird hier halt hier nun mal dargestellt als ein Mann, der eine Rolle zu spielen scheint, wie ein Schauspieler, der mit einem Kostüm daherkommt. Ja, also da kann man sich natürlich fragen,
ist William Towle in gewisser Weise auch eine Art Schauspieler, der eine Rolle spielt und der in einem Kostüm daherkommt. Ja, also auch William Towle hat ein bestimmtes Erkennungsmerkmal, also diese Amerika-Flagge, die er immer mit sich trägt. Ja, also auch ein Symbol, was eine gewisse emotionale und spirituelle, ja, Wirkung erzielt. Das Publikum ist leicht, in das Licht zu führen. Ich lasse es einfach mal so stehen. Ich will dazu gar nichts weiter kommentieren. Jeder möge sich seine eigenen Gedanken machen. So, jetzt kommt noch eine weitere Textpassage, die ich vorlesen werde, die es meiner Ansicht nach möglicherweise am meisten in sich hat. Diejenigen, die sich in der Nähe der Künstlergarderobe aufhalten. Also er spricht jetzt immer noch von dem Chef als eine Art Schauspieler, beziehungsweise sie, also es ist ja aus der Sicht von Constanze Manziali geschrieben. Also diejenigen, die sich in der Nähe der Künstlergarderobe aufhalten und hinter die Kulissen blicken dürfen, wurden sorgfältig für die Bekleidung der Nebenrollen ausgewählt. Um seine unzähligen Krankheiten zu lindern, um seine unerträgliche Last zu bemitleiden, um die große Fassade aufrechtzuerhalten. Es gibt Garderobieren und Bühnenarbeiter, Beleuchter und Kameraleute, Stichwortgeber und Komiker, einen Bühnenbildner, Kleindarsteller und sogar eine weibliche Protagonistin. Wir sind alle hier, um den unbedingten Glauben an seine Hauptrolle auf ihn zurückzuwerfen. Der einzige Darsteller, der hinter den Kulissen noch fehlt, ist der Regisseur. Er ist es nicht, fürchte ich. Ich habe das seltsame Gefühl, dass er beim Annehmen der Rolle auch das Drehbuch mit den einzelnen Akten und dem Ende erworben hat, worin alles mit unauslöschlicher Tinte niedergeschrieben wurde. Es wird hier also sozusagen suggeriert, dass Hitler nur ein Schauspieler war, der Regisseur, der in Wirklichkeit die Geschichte geschrieben hat, der in Wirklichkeit den Ton angegeben hat, aber überhaupt nicht an der Oberfläche sichtbar war und sich stets im Hintergrund gehalten hat. Adolf Hitler hätte demnach also, ja, nur nach der Pfeife eines anderen getanzt. Und auch hier haben wir nochmal eine schöne Symbolik am Ende. Also das Drehbuch mit den einzelnen Akten und dem Ende, worin alles mit unauslöschlicher Tinte niedergeschrieben wurde. Unauslöschliche Tinte. Ja, also eine Tinte, die man nicht entfernen kann, eine Tinte, die man nicht verschwinden lassen kann. Ja, es ist etwas geschrieben worden, was feststeht, was nicht wandelbar ist. Als ob die Geschichte, so wie sie stattgefunden hat, vorherbestimmt war. Als ob es eine andere Möglichkeit überhaupt nicht gab, als den Verlauf, den die Geschichte nun mal genommen hat. Und wenn hier von einem Regisseur gesprochen wird, den es wohl möglicherweise im Hintergrund gab und der noch hinter Adolf Hitler, hinter dem Führer stand, gibt es dann möglicherweise auch jetzt einen Regisseur, der hinter William Towle steht? Eine Frage, die man sich stellen kann. Ich will das nicht bewerten, ich stelle nur Fragen. William Towle sagt selbst, wir sollen Fragen stellen. Und das tue ich. Ja, also so viel zur Charakterisierung des Führers in diesem Buch. Also es ist auf eine Art und Weise geschrieben, dass man durchaus mitfühlen kann. Ja, und jetzt
jetzt gehen wir auf die Interpretation der emotionalen Ebene ein, also die jetzt nochmal, also auf eine Gesamtinterpretation. Wir haben ja jetzt auch einzelne Absätze interpretiert, aber jetzt schauen wir doch nochmal das Gesamtwerk der Interpretation an, ja, also das Gesamtwerk der emotionalen Ebene. Auf der ersten Ebene hatten wir jetzt die Interpretation, dass es sich bei William Towle um den leiblichen Sohn Adolf Hitlers handeln könnte. Auf der zweiten Ebene haben wir jetzt eine emotionale Darstellung. Hallo! So, und jetzt schauen wir uns auch mal auf dieser emotionalen bzw. 4D-Ebene die Interpretation an. Ja, also wenn wir jetzt nach dem Emotionalen gehen. Also wir hatten jetzt auf der ersten Ebene, ich nenne es jetzt mal die physische Ebene, beziehungsweise 3D-Ebene, hatten wir jetzt so diese Schlussfolgerung, die hier in dem Buch auch offenkundig suggeriert wird, dass es sich bei William Towle um den leiblichen Sohn Adolf Hitlers handeln könnte. Das ist die erste Ebene. Ja, und bei der zweiten Ebene haben wir jetzt so diese emotionale Darstellung. Also man fiebert mit Constanze Manziali und ihrem Kind mit. Ja, wird das unschuldige Kind es schaffen? Ja, also wird es schaffen, auf die Welt zu kommen? Wird Constanze Manziali, die ja im Prinzip ja eigentlich nur aufgrund von unglücklichen Verstrickungen in diese ganze Geschichte hineingeraten ist, die eigentlich überhaupt nicht diese Rolle einnehmen wollte, die eigentlich Lehrerin werden wollte. Ja, also man fiebert in diesem Buch emotional sehr mit diesen Charakteren mit. Ja, also entsteht eine Spannung, es entsteht ein Mitgefühl, es entsteht ein Mitleid. Ja, werden sie es schaffen? Wird das Kind es am Ende überleben? Wird das Kind auf die Welt kommen? Ja, und somit haben wir so einen emotionalen Bezug, der zu Constanze Manziali und der auch zu dem zunächst ungeborenen und später geborenen Kind hergestellt wird. Ja, und was für eine Schlussfolgerung lässt das denn nun zu? Ja, also zuerst muss man halt ganz klar sagen, es ist kein gewöhnliches Kind, wenn man das so sagen darf. Es ist schließlich das Kind von Adolf Hitler. Und Adolf Hitler, ja, hat ja nun mal dieses Image, nenne ich es jetzt mal, inne, ja, ein Kriegsverbrecher zu sein, der Teufel in Person zu sein, ja, einer der meist gehassten Menschen aller Zeiten zu sein. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, hat ein Nachkomme von Adolf Hitler ein Sohn, ja, also trägt ein Sohn auch diese Schuld, die Adolf Hitler nun trägt, ja, also wie geht man jetzt mit dem Kind von Adolf Hitler um? Überträgt sich die Schuld von Adolf Hitler auch auf den Sohn? Oder sieht man den Sohn als einfaches, unschuldiges Kind, was letztendlich auch nur in diese Umstände hineingeboren wurde, was sich sein Leben so nicht ausgesucht hat? Man könnte jetzt natürlich nach Reinkarnationslehren gehen und sagen, jede Seele hat sich sein Schicksal vor der Geburt ausgesucht, aber William Towle ist kein Anhänger der Reinkarnationslehre. Es gab mal eine Frage in einem Vortrag von William Towle, ob es sich bei den ungeborenen Kindern, von denen William Towle immer und immer wieder spricht, ob es sich bei diesen ungeborenen Kindern um reinkarnierte Seelen der gefallenen Soldaten von den Rheinwiesenlagern handeln soll. Und William Towle antwortete daraufhin, nein, Gott erschafft für jedes Leben eine neue Seele. Ja, also damit widerspricht William Towle der Reinkarnationslehre. Ja, also die Reinkarnationslehren und William Towles Erscheinung sind nicht miteinander kompatibel. Ja, also ich wurde auch, das sage ich jetzt mal an dieser Stelle ganz kurz, auch gefragt, was ich denn von dem Video halte, ob William Towle
Ob es sich bei William Towell um die Reinkarnation Goethes handelt. Und ja, also William Towell bezeichnet sich selber als Gottgesandt und er sagt von sich selbst, dass er mit Gott kommuniziert. Und er hat halt eben diese Aussage getroffen, dass Gott für jedes Leben eine neue Seele erschafft. Ja, also ist diese Ausgangslage oder ist diese These, ob es sich bei William Towell um die Reinkarnation von Goethe handelt, somit nicht stimmig, also sie ist in sich nicht schlüssig. Ja, also man kann nicht an Reinkarnation glauben und trotzdem zu 100% an William Towell glauben. Also man muss sich schon in gewisser Weise für eine Seite entscheiden oder man schließt einen Kompromiss, ja, und sagt entweder die Reinkarnationslehre oder William Towell irrt sich an einer Stelle, ja, aber das jetzt nur mal so nebenbei. Ja, also wir haben jetzt, wie gesagt, so diese emotionale Identifikation, zum einen mit Constanze Manziali und dem zunächst ungeborenen Sohn des Chefs. Und ja, damit ergibt sich auch wieder ein neuer Interpretationsansatz. Und zwar stellt sich ja nun die Frage, wie ich es eben dargestellt habe, wenn Adolf Hitler schuldig ist oder in gewisser Weise eine Schuld trug, ja, eine Schuld an dem Verlauf der Geschichte, eine Schuld an unzähligen Morden. Wie gehen wir dann mit der nachfolgenden Generation, also mit seinem Sohn um? Ja, also erbt er diese Schuld? Das ist die Fragestellung, die hier auf dieser Ebene mitschwingt. Und wenn wir in der Mikroebene uns die Frage stellen, wenn wir uns im Kleinen die Frage stellen, ob der Sohn von Adolf Hitler auch die Schuld von Adolf Hitler geerbt hat, ja, wenn wir das in der Mikroebene uns, wenn wir uns auf der Mikroebene diese Frage stellen, ob auch der Sohn Schuld an den Taten von Adolf Hitler ist sozusagen, dann können wir daraus schlussfolgern, dass in der größeren Makroebene ja auch die nachkommenden Generationen der Kriegsgeneration, sage ich mal, also die Nachkommen der Nazis, da müssen wir uns auch die Frage stellen, ob auch die Nachkommen der Nazis dann nicht auch von dieser Schuld befreit sind. Ja, also auf der Mikroebene sehen wir, gut, wir haben hier ein kleines Kind, was unschuldig ist, was überhaupt nicht möglicherweise in diese Welt geboren wollen, gar kein Mitentscheidungsrecht hatte, wo es da hineingeboren wurde. Ja, das haben wir auf dieser unteren Mikroebene und dann haben wir auf der Makroebene dann halt auch die Fragestellung, wenn schon der Sohn von Adolf Hitler keine Schuld an den Taten seines Vaters hat, dann ist ja die logische Schlussfolgerung, dass dann auch die nachkommenden Generationen der sogenannten Nazi-Generationen auch keine Schuld mehr besitzt. Ja, also wenn sogar der Sohn von Adolf Hitler unschuldig ist, dann sind doch auch die Deutschen in den heutigen Generationen, die heute noch leben, ebenfalls unschuldig. Also das wäre zumindest eine Schlussfolgerung oder ein Interpretationsansatz, den man auf der emotionalen Ebene in 4D sehen könnte, also sozusagen in der geistigen Welt. Und das ist meiner Ansicht nach auch der Grund oder möglicherweise der Grund, warum William Towell dieses Buch als notwendig für die Befreiung Deutschlands beworben hat. Ja, also es ist sozusagen eine Befreiung von der Schuld. Ja, also durch unser Mitgefühl, durch unser Mitfiebern mit Constanze Manziali und dem Sohn von Adolf Hitler kommen wir zu der Schlussfolgerung oder sollen zu der Schlussfolgerung gebracht werden. Ja, also es liegt ja auch immer eine Intention hinter so einem Buch. Ja, man sollte das natürlich auch alles
mit einer gewissen Distanz betrachten. Ja, aber es ist ja eine schlüssige Schlussfolgerung, dass die, ja, dass ein Kind nun mal unschuldig ist, ja, und im Prinzip nichts dafür kann, was seine Eltern getan haben. Und somit sind dann eben auch alle Deutschen, die heute leben, unschuldig an den NS-Verbrechen. Ja, also wie ich diese Verbrechen aus der NS-Zeit bewerte oder wie man das insgesamt bewerten kann, da kann man gerne drüber diskutieren. Also da gibt es ja auch viele Theorien, dass durch die Geschichtsfälschung, die Sieger schreiben die Geschichte, da auch einiges verfälscht wurde und so weiter. Aber jetzt hier für dieses Video will ich jetzt auf diese Thematik nicht weiter eingehen, sondern halt einfach das Prinzip vorstellen. Ja, das ist die emotionale Ebene, wobei das jetzt auch schon so ein wenig in die spirituelle Ebene hineingeht. Ja, also es geht um generationenübergreifende Schuld. Ja, also in der Mikroebene von der Nachfolgegeneration vom Sohn Hitlers, da haben wir diese Ebene, und dann auf der Makroebene dann halt eben haben wir die Schuld beziehungsweise die Frage nach der Schuld der nachkommenden Generationen nach der Generation, die an den sogenannten NS-Verbrechen beteiligt waren. Ja, das ist diese Ebene. Und jetzt haben wir noch eine größere, eine höhere spirituelle, energetische Ebene. Nach gewissen, ja, spirituellen Bewusstseinsmodellen könnte man jetzt sagen 6D. Und das ist die Ebene, welche Impulse werden jetzt mit so einer Geschichte gesetzt? Ja, also was bewirkt ein solches Buch? Und da kann man sich jetzt ganz, ganz verschiedene Seiten wieder anschauen. Ja, also zum einen sind wir jetzt natürlich damit konfrontiert, dass hier möglicherweise ein Nachkommen, der unmittelbare Sohn von Adolf Hitler herumläuft. Da kann man dann drüber diskutieren, wie geht man damit um? Ja, also geht man jetzt so nach meiner Analyse und sagt, gut, das ist jetzt der Sohn, er hat jetzt mit den Verbrechen seines Vaters nicht unmittelbar etwas zu tun. Ja, auch wenn William Towle sich ja offenbar in gewisser Weise als ein Fortführer der Pläne seines Vaters sieht. Ja, also das will ich jetzt an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, also William Towle distanziert sich ganz ausdrücklich von Gewalt. William Towle sagt, Liebe ist die einzige Antwort. Ja, also insofern sehen wir hier einen großen Unterschied zu Adolf Hitler. Ja, also Adolf Hitler hat es mit Gewalt versucht. Auch hier kann man wieder darüber spekulieren, ob er letztendlich aus geopolitischen Gründen dazu gedrängt wurde. Ja, aber erstmal kann man sehen oder beobachten, ja, damals wurde Gewalt angewandt. William Towle sagt, bleibt unter allen Umständen friedlich. Ja, also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist das, was wir aktuell beobachten können. Ja, also ich sehe die ganze Sache ganz neutral. Wir wissen alle nicht, wie sich die Dinge in der Zukunft entwickeln können. Ja, also genau, mehr will ich an dieser Stelle erstmal dazu gar nicht sagen. Ja, also, aber auch William Towle will die Deutschen befreien. Auch William Towle möchte die Deutschen in ihre Kraft bringen. William Towle möchte die Deutschen in gewisser Weise in einer Führungsrolle sehen. William Towle hält die Deutschen, ja, in gewisser Weise, ja, für überlegen will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber er hält die Deutschen schon für sehr besonders und sagt eben, die Deutschen haben eine besondere Aufgabe in dieser Welt. Sie sollen einen bestimmten Platz in dieser Welt einnehmen. Einigen wir uns doch mal auf diese Formulierung. Also insofern kann man schon irgendwo sagen, dass er in gewisser Weise dass da eine gewisse Verbindung irgendwo besteht. Ja, also dass er in gewisser Weise einen Plan fortführt, könnte man so interpretieren. Allerdings versucht er, ihn mit anderen Mitteln umzusetzen. Ja, also eben mit Liebe. Liebe ist die einzige Antwort, hören wir von William Towle immer wieder. Ja,
Genau, das, das nun mal an der Stelle. Also wir sind jetzt dann im Prinzip damit konfrontiert, dass ja William Towle zumindest nach Schlussfolgerung dieses Buches, was ja fiktional ist, das nochmal an dieser Stelle unterstrichen. Ja, also anhand, wir haben hier eine Schlussfolgerung, dass es sich bei William Towle um seinen Sohn handeln könnte. So, was hat das denn jetzt für energetische Auswirkungen? Was für Impulse setzt das denn jetzt in die Welt? Ja, also widmen wir uns doch mal dieser Frage. Und dabei schauen wir uns jetzt mal zuerst die innenpolitische Lage an. Wir haben ja eine sehr große Widerstandsformation, sage ich jetzt mal. Ob es sich dabei um eine Bewegung handelt, darüber kann man streiten. Aber eine sehr große Widerstandsbewegung. Manche bezeichnen sie als Querdenker, manche bezeichnen sie als Leugner gewisser Krankheiten, wie auch immer. Ja, manche bezeichnen sie auch als Nazis, manche bezeichnen sie als Alternative. Und ja, ein gewisser Teil dieser Formation, dieser Menschen, folgt jetzt nun einem Mann, der sich selbst als eine Art Prophet darstellt und der sozusagen suggeriert, dass er der Sohn von Adolf Hitler sein könnte. So, was für eine Wirkung hat das denn jetzt in der Öffentlichkeit? Oder in welchem Licht stehen jetzt die Menschen da, die sich William Towle zugetan fühlen? Ja, also William Towle spricht ja auch selbst von sich, dass er noch bekannter werden möchte, dass er auch bei Markus Lanz in die Sendung möchte. Also wenn es nach ihm geht, schlägt das Ganze auf jeden Fall größere Wellen. Und da muss man sich dann natürlich die Frage stellen, in welchem Licht werden dann eben diese Menschen erscheinen, die ihn unterstützen oder die ihm in gewisser Weise anhängen. So, willkommen zurück. Ich musste jetzt erstmal umziehen an einen Ort, wo ich jetzt hoffentlich weniger oft unterbrochen werde und wo ich mich ja besser auf das Video fokussieren kann. Ja, also, es steht jetzt sozusagen ein neues Narrativ im Raum. Also es existiert augenscheinlich, also wenn man das Buch jetzt für wahr nimmt, ein Nachkomme Hitlers, und es existiert ja eine ja gewisse Gemeinschaft, will ich es jetzt mal bezeichnen, die mit diesem Protagonisten, also mit William Towle, in gewisser Weise sympathisieren. Und das hat halt eben dann, wenn diese Information, also dass er jetzt möglicherweise der Sohn von Adolf Hitlers sein könnte, also das hat natürlich jetzt eine Wirkung, wenn diese Information in die Öffentlichkeit durchsickert. Also zum einen wird er selbst gewisse Reaktionen zu spüren bekommen, zum anderen ja wird auch seine Anhängerschaft möglicherweise in ein gewisses Licht gerückt werden. Also in ein Licht, in dem sie zum Teil jetzt auch stehen, aber welches nun die Meinung der Öffentlichkeit oder die Meinung des Mainstreams ihnen gegenüber möglicherweise in gewisser Weise noch bestätigen könnte. Und auch ich selber war sehr überrascht, als mir diese Information ja zukam, durch das Lesen des Buches und durch ja Gespräche vorab mit einigen, die das Buch schon gelesen haben. Denn ich selber habe ja, wie die meisten von euch wissen, auch das Thema William Towle auf meinem Kanal sehr ausführlich behandelt und auch einige Vorträge von ihm hochgeladen. Und das natürlich zu einem Zeitpunkt, zu dem ich noch überhaupt nicht wusste, was da noch auf mich zukommt. Ja, also ich
Ich schließe es somit nicht aus, dass gewisse Reaktionen nun halt auch auf mich zurückfallen könnten. Ja, aber ich sage es an dieser Stelle nochmal ganz ausführlich. Ja, dass ich, bevor ich das Buch Constanzes Kind gelesen habe, nichts von dieser Rolle wusste, die William Towle zumindest vorgibt, inne zu haben. Aus diesem Grund habe ich mich auch, ja, habe ich auch lange mit mir gerungen, ob ich dieses Video drehen soll oder in welcher Weise ich zu diesem ganzen Thema Stellung beziehe. Aber ja, letztendlich war es immer mein Anspruch, William Towle betreffend, dass ich ja eine möglichst neutrale Beobachterrolle zu dem Ganzen einnehme. Ja, das habe ich auch in meinen vergangenen Videos hin und wieder mal dargestellt. Also es gab ja sehr viele Aufrufe, sehr viele Aktionen von William Towle, die ich auch ja sehr unterstützenswert fand. Es gab auch immer mal die ein oder andere Aussage von ihm, der ich ein wenig kritischer gegenübergestellt war. Also beispielsweise dieses Narrativ, was er in die Welt bringt mit den Ich-Menschen und mit den Wir-Menschen, und die Deutschen sollen sich dann entscheiden, gehören sie zu den Ich-Menschen und den Wir-Menschen. Auch hierzu finden wir übrigens was in dem Buch, was ich mir hier ausgedruckt habe. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich es auch jetzt schnell wiederfinde, dass ich euch daraus auch diesen Auszug rezitieren kann. Für uns ist, also er spricht jetzt hier, oder Constanze Manziali spricht jetzt hier sozusagen aus der Sicht der Deutschen. Für uns ist der Fortbestand einer gesunden Gesellschaft am wichtigsten. Es ist wichtig zu wissen, wo man hingehört. Und dass alle Nachbarn untereinander darum bemüht sind, sich gegenseitig unter die Arme zu greifen. Die Amerikaner wollen ungebunden sein. Zumindest glauben sie, dass dem so ist. Und jetzt kommt der Absatz. Wir verkörpern das Wir, diese Menschen dagegen das Ich. Ich glaube, dass es in den beiden Weltkriegen, die aufeinander folgten, vielleicht darum ging, England und die USA als Verfechter des Ich gegen Deutschland und Japan als Verfechter des Wir. Ja, also das ist so eine Aussage, also der ich nur teilweise zustimme, beispielsweise. Also wer meine vergangenen Videos über Ich-Menschen und Wir-Menschen gesehen hat, beziehungsweise individualistische und kollektivistische Gesellschaften, ja, die wissen vielleicht auch schon, dass ich an dieser Stelle eine etwas differenziertere Haltung gegenüber diesem Thema einnehme. Und zwar finde ich es immer sehr problematisch, wenn man Menschen vor die Wahl stellt, ob sie jetzt zum Beispiel jetzt Ich-Menschen sind oder Wir-Menschen, und dass sie sich entscheiden müssten, einer Seite anzugehören. Ja, also William Towle sagte in meinem Interview ja beispielsweise, dass die Deutschen sich entscheiden müssen, ob sie Ich-Menschen sein wollen oder Wir-Menschen, und dass es dazwischen nichts gäbe. Ja, also ich hatte dann auch einige kritische Kommentare unter diesem Video, die dann davon ausgingen, ja, wir sind Wir-Menschen, und das Wir-Menschen, das wäre ja zum Beispiel das All-Eins-Bewusstsein, oder das Wir wäre ja die Weiterentwicklung, die spirituelle Weiterentwicklung vom Ich, und das eine würde ohne dem anderen nicht existieren. Ja, diesen Aussagen stimme ich an und für sich zu, allerdings ist das eine Hineininterpretation in Dinge, die William Towle gesagt hat, die er aber gar nicht gesagt hat. William Towle sagt nicht, dass die Wir-Menschen eine Weiterentwicklung sind oder dass das Menschen sind, die sich schon auf einem seelischen Aufstieg oder dergleichen befinden. Er sagt ganz klar, es gibt Ich-Menschen als Kategorie und es gibt Wir-Menschen und es gibt nichts dazwischen. Man muss sich entscheiden. Ja, also das sagt William Towle ziemlich eindeutig. Er sagt, es gibt die Ich-Menschen und die Wir-Menschen und es gibt Krieg, und zwischen diesen beiden gibt es nichts außer ein Meer von Blut oder dergleichen. Also die erste Sache, die passieren muss, ist, dass Deutschland sich entscheiden muss. Denn man kann nicht in der Mitte der Schlacht zwischen der neuen Weltordnung und den alten konservativen Kräften stehen.
Also, das ist eine große Entscheidung, die in Deutschland getroffen werden muss. Weil es wird immer Konflikte geben, wenn diese tektonischen Platten aufeinanderprallen. Denn die Wir-Leute mögen die Ich-Leute nicht besonders und die Ich-Leute haben keinerlei Respekt für die Wir-Leute. Ja, also das ist definitiv keine Beschreibung eines Seelenaufstieges, das ist definitiv eine Beschreibung zweier Lager, zwischen denen Krieg herrscht. Ja, also ich weiß nicht, wie man in diese Aussage etwas anderes hineininterpretieren kann. Also falls du das glaubst, dann schau dir bitte diese Aussage von William Toll nochmal ganz genau an. Ja, also wer da hineininterpretiert, dass es da bei den Wir-Menschen um ja seelisch weiter fortgeschrittene Menschen geht, also da muss ich dann sagen, das tut mir leid, aber das sehe ich nicht so. Also das ist dann etwas, da ist etwas hineininterpretiert worden, was William Toll so nicht sagt und offensichtlich meiner Ansicht nach zumindest auch nicht meint. Und ja, das ist beispielsweise halt eine Aussage von William Toll, der ich sehr kritisch gegenüberstehe. Also solche Aussagen wie man muss sich entscheiden als Deutscher, also das sind halt letztendlich Aussagen, bei denen man in eine bestimmte Ecke gedrängt wird. Ja, man wird sozusagen zu einer gewissen Entscheidung gezwungen. Und das empfinde ich nicht als einen göttlichen Weg. Ja, William Toll bezeichnet sich ja als eine Art Prophet Gottes. Aber die Seele bzw. Gottes Schöpfung ist immer multipolar. Ja, also es gibt da möglicherweise das Ich und es gibt das Wir als Pole und dann gibt es aber auch alles Mögliche dazwischen. Ja, also ich kann die Gemeinschaft und die Tradition zum Beispiel schätzen, aber ich kann auch gleichzeitig meine individuelle Freiheit schätzen oder meine Meinungsfreiheit schätzen, ja, oder schätzen, dass ich, obwohl ich mich in gewisser Weise einem Kollektiv anpasse, dennoch auch in der Lage bin, mich auch mal in der einen oder anderen Situation davon abzuheben. Ja, also Gottes Schöpfung ist meines Empfindens nach ganz klar multipolar und kein Entweder-Oder. Ja, Gottes Schöpfung ist nicht dualistisch. Es ist nicht Entweder-Oder, ich oder wir, sondern es ist immer beides in verschiedenen Facetten. Ja, also meinetwegen kann es sich ein bisschen mehr in Richtung Ich Bewusstsein entwickeln oder auch mal mehr in Richtung Wir-Bewusstsein oder auch mal dazwischen, aber niemals entweder oder. Das ist wie, als würde ich sagen, es gibt nur groß oder klein und nichts dazwischen. Ja, also das ist natürlich Unsinn. Groß und klein, das sind fiktive Pole. Und ich kann aber nicht jeden Gegenstand oder alles, was auf Erden hienieden existiert, entweder dem einen oder anderen Pol zuordnen. Ja, also alles ist individuell in Gottes Schöpfung. Ja, es ist nie entweder oder. Niemand muss sich entscheiden. Ja, also das ist menschliches dualistisches Denken, was das für sich vereinnahmt. Ja, also das ist mein Standpunkt zu dieser Geschichte. Ja, also auch solche Aussagen sind Teil des Buches Konstanzes Kind. Also wie gesagt, ich sage jetzt hiermit nicht, dass William Toll aufgrund dieser Aussage dass man daraus Schlussfolgern kann, dass er deswegen unlaute Absichten hat oder dergleichen. Ja, aber gewisse Sachen, gewisse Dinge sehe ich da doch dann schon sehr kritisch oder ich sehe etwas genauer hin. Ja, also kommen wir jetzt zurück zu den Impulsen, die durch das Buch gesetzt werden. Also wir haben jetzt halt wie gesagt zum einen diesen Impuls, der sozusagen die Gruppierung um William Toll betrifft und deren Wirkung. Ja, also sie sind de facto, dann, wenn man nach dem Buch geht, dann halt irgendwo Anhänger von Hitlers Sohn. Ja, also das ist ja das Narrativ, was durch das Buch suggeriert wird. Und dann
hat es aber auch eine gewisse Außenwirkung, ja, außenpolitisch dann möglicherweise, wenn man die Dinge weiterdenkt. Ja, also auch darüber kann man sich Gedanken machen. Wie kommt es denn bei den sogenannten Ich-Menschen an, wenn ein Großteil der Deutschen oder einige Deutsche denn nun dem Sohn von Adolf Hitler folgt? Ja, also auch diese Frage kann man sich ja stellen. Und ich will da gar nicht spekulieren, auf welcher Weise das ankommen wird oder was genau passiert wird. So, ich stelle einfach Fragen in den Raum. Ja, also jeder möge da sich seine eigene Antwort zu geben. Ein weiterer Aspekt, den man sich bei dem Buch Constanzes Kind anschauen kann, beziehungsweise eine weitere Interpretationsmöglichkeit, ist das ungeborene Leben, beziehungsweise das ungeborene deutsche Leben. Und zwar spricht der William Towle in seinen Vorträgen immer und immer wieder von den Children that are not yet born, also den Kindern, die jetzt noch nicht auf der Welt sind. Ja, also dass es darum geht, sich für diese Kinder zu opfern oder zumindest Opfer zu bringen. Ja, also das sagt er ja immer und immer wieder. You have to sacrifice for the children that are not yet born. Also ihr werdet euch für die Kinder opfern müssen oder ihr werdet Opfer bringen müssen für die ungeborenen Kinder. Wie man diese Aussage jetzt wieder interpretieren kann, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber auch diese Aussage findet sich ja im Buch Constanzes Kind wieder. Ja, also wir haben ja auch Constanze, die sich ja auch in gewisser Weise opfert für das ungeborene Leben. Ja, also sie opfert sich als Mutter. Man kann darüber spekulieren, ob sie im Buch wirklich stirbt, ob sie wirklich Selbstmord begeht, ob sie umgebracht wird oder ob sie es überlebt. Also das geht nicht ganz eindeutig aus dem Buch hervor. Aber indem sie dem Tausch der Kinder zustimmt, kann man es so sehen, dass sie ihre Mutterschaft ihrem leiblichen Kind gegenüber in gewisser Weise opfert. Also sie bringt ein Opfer, damit das Kind überlebt. Ja? Und auch das ist halt wieder ein Aspekt, den wir auch in den Vorträgen von William Towle wiedergespiegelt sehen. Ja? Also ihr müsst Opfer bringen für die Kinder, die noch nicht geboren sind oder für die deutschen Kinder, die noch nicht geboren sind. Und ja, genau eben diesen Aspekt sehen wir halt auch wieder in dem Buch Constanzes Kind gespiegelt. Ja, also zusammenfassend haben wir mit dem Buch verschiedene Ebenen, auf denen man die Handlung interpretieren kann. Und ja, als Fazit ist es eben so, dass wir auf der ersten gegenstandlichen, physischen bzw. 3D-Ebene die Geschichte bzw. das Narrativ haben, laut dem Constanzes Kind eben William Towle sein könnte. Ja, also das ist die erste gegenstandliche Interpretationsebene. Die zweite emotionale, geistige bzw. 4D-Ebene ist die Ebene, auf ja, den wir es so sehen können, dass wenn der Sohn des Chefs ja als kleines unschuldiges Baby eben ja keinen Anteil an den Taten seines Vaters hat, ja, also wenn wir das auf der Mikroebene sehen, dass wir dann auf der großen Ebene dann halt eben, dass dann eben auch die Nachkommen dieser Generation, die Adolf Hitler gefolgt sind, ebenfalls unschuldig sind. Ja, also das ist die 4D-Ebene, die geistige Ebene, die emotionale Ebene und dann haben wir halt noch in höheren Ebenen noch eine Sichtweise, eine mögliche Sichtweise auf die Impulse, die mit dem Buch ausgesendet werden. Also wie, welche Wirkung wird das Buch haben, wenn sich diese Information im Mainstream verbreiten wird? Wie
wird sich das auf die Anhänger von William Towell auswirken? In welchem Licht werden sie dastehen? Also wird die Mehrheit in der Lage sein, da eine geistige Unterscheidung zu treffen zwischen den Anhängern Hitlers und den Anhängern William Towells? Ja, also der ja jetzt nicht an den Taten seines Vaters beteiligt war. Ja, also er offenbart sich lediglich als sein Sohn. Und dann können wir uns halt auch anschauen, was für eine Wirkung wird diese Information im Ausland erhalten, wenn diese Information so weit durchsickert. Ja, also wie werden die Deutschen dann möglicherweise in Zukunft gegenüber dem Ausland darstellen, wenn sie dann ja zumindest in Teilen einem ja, Sohn von Adolf Hitler folgt oder sich von ihm inspiriert fühlt. Ja, jetzt würde mich natürlich mal deine Meinung zu dieser ganzen Thematik sehr brennend interessieren. Kommst du da zu ähnlichen Schlüssen beim Lesen oder hast du da vielleicht noch ganz andere Interpretationsansätze, ganz andere Dinge, die dir beim Lesen des Buches aufgefallen sind? Also, wie ich ja bereits anfangs schon erwähnt habe, gibt es in dem Buch ja sehr vielschichtige Facetten, die man noch betrachten kann. Man kann sich auf die, auf die Charakterisierung der einzelnen Protagonisten noch einschießen. Man kann, wie gesagt, auch Charaktere wie Bormann, Himmler und so weiter noch weiter auseinandernehmen. Man kann sich Stalin genauer anschauen. Man kann darüber spekulieren, ob John Towell eine gewisse Affäre mit einer Verwandten von Constanze Manziali hatte. Ja, aber diese Dinge ja, sind meiner Ansicht nach interessant für Menschen, die vielleicht gerne auch Krimis lesen, die da gerne innerhalb dieses Buches noch mehr in die Tiefe gehen möchten. Aber mich hat beim Lesen dieses Buches vor allem so die Außenwirkung des Buches interessiert. Ja, vor allem die Wirkung ins Große und Ganze, welches das Buch hat. Ja, die Impulse, die das Buch setzt. Warum dieses Buch denn jetzt für die Befreiung Deutschlands wichtig sein soll. Ja, also das sind die Dinge, auf die ich Wert lege und weniger auf diese Einzelschicksale der einzelnen Protagonisten innerhalb dieses Werkes. Ja, also mich würde natürlich brennend deine Eindrücke zu diesem Werk interessieren. Schreib sie mir gerne in die Kommentare unter diesem Video. Ansonsten freue ich mich auch immer über ein Gefällt mir oder ein Abonnement auf meinem Kanal und besonders freue ich mich auch immer über eine Spende für meine Arbeit. Und ansonsten verbleibe ich für heute mit Gottes Segen. Bis dann und alles Gute. Tschüss.